Und somit herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 2015 im Food Order Projekt mit dem Randy und dem Glicky. Hallo, wo ist meine Schaufel? Achso, hier drüben. Im Sandkasten. Ja. Ja, klein neben deiner Burg. Richtig. So, ich gehe jetzt mal hier kurz drauf an. Warte mal, da muss ich mal das deaktivieren. Ihr seht, meine Freunde, wir sind ja jetzt hier gerade bei den Erdbeeren und wir haben grüne FPS, Glicky. Erzähl mal, wo war denn letzte Woche das Problem? Abgesehen davon, dass wir mal auf dem Mars waren. Auf dem Mars waren wir nicht, es waren halt die Lichtquellen. Ich weiß auch nicht, wie sie dort mit Nein gerubbt hat. Auf jeden Fall habe ich vergessen, sie zu entfernen. Es ist mir nicht aufgefallen. Eigentlich hätte mir das schon, ne, wo die ganzen Gebäude und der ganze Käse steht, da hätte mir das eigentlich auffallen müssen. Aber habe ich gerade nachgeguckt, ich habe es eingebaut, habe geguckt, ist Fehler oder so, weißt du, also eingebaut, Fernsehlieder gespeichert, ne, gepackt, zack rein, in die Karte rein, geguckt, ob es funkt. Mal so ein bisschen gefüllt, hatte aber die Zeit auf 1 stehen. Deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen, dass wir hier 4 verschiedene Schatten haben oder so. Ja, wir hatten also ganz ehrlich, wir hatten 4 Sonnen. Ja. Und das Gute ist, die wurden alle anders positioniert. Also es war eine bessere Ausleuchtung wie im Fußballstadion. Kann man so sagen. Und ja. Aber ja, das ist halt. Ja gut, kannst du machen nix. Kannst du machen nix? Nee. Das ist halt, ja. Ist halt. Und aber komischerweise, was also auch komisch ist, das Feld vorne, ne? Das gehört uns nicht. Ja. Nö, weil habe ich ja nicht gekauft. Ach so, du meinst, dass ich die Felder wieder komplett zurückgesetzt haben? Nee, das hier vorne nicht. Aber das andere hatten wir nicht nochmal gekauft, nachdem ich den Speicherstand. Naja, naja, deswegen das erste da, wo unsere Kirschen drauf sind, so rum. Genau, was weiß ich, dass du nochmal 50 dazu schreibst und den Rest bezahlen wir von unserem eigenen Geld halt. Wie viel kostet es denn? 170.000 oder so. Ja, 138. Also, das war ein bisschen. Ich weiß ja, am Anfang hatten wir das rausgeschrieben oder hatten wir das Original gekauft? Das hatten wir gekauft. So, na gut, dann hatten wir es schon. Ja, ich nehme das leider zu. Ich muss bloß gerade nochmal hier hoch. Dann machst du halt die komplette Summe. Halt, ne, warte mal, das ist doch. Das war. Brunnenwasser. Glaube ich bei den Kühen nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Kannst du das Feld kaufen? Ja, oder? Muss schon fahren. Bin ich gleich dort. Hast du jetzt dazu geschrieben? 170.000. Ah. So. Dann mal bitte kaufen. Auch Rüben ist hier auch nichts mehr drin, wir haben dann keinen Mischfutter mehr. Ja, deswegen haben wir jetzt wieder welche angepflanzt. Ging aber irgendwie schnell, ja. Halt, ich würde tun. So, dann haben wir hier alles, dort alles fehlt. Jetzt hier Erdbeeren, Gurken, Tomaten, okay. Will ich jetzt eigentlich weniger? Ich wollte eigentlich die Erdbeeren. Ja, danke. Ja, ansonsten gibt's was Neues aus der Welt, aus deiner Welt. Ich hätte beinahe gesagt, aus Deners Welt. Aus Deners Welt, oder? Ja, aus meiner Welt, das ist jetzt ein Riesen hier. Alles grau da draußen. Alles grau da draußen. Aber man kann vielleicht sagen, gut, ja doch, kann man ja eigentlich jetzt schon sagen,
Hotel hast du bezahlt? Hab ich bezahlt, ja. Zumindest ist bei dir, ob du das dann überweist, ist die Sache. Ja, nee, ich gab's für Süßigkeiten alles. Ja, deswegen. Ich hab's geahnt. Verdammt. Ist aber kein Problem, kannst du mir ja nochmal überweisen. Und. Ja, nee, ist alles schon mal sigi-bigi abgerechnet, also ich wusste, da kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen, außer wir kommen in Köln aus was für Gründen noch immer nicht an. Oder bei Kriege passiert noch irgendwas, aber das wollen wir ja beim besten Willen nicht hoffen. Jo, und dann würde ich sagen, steht der GC nämlich auch schon komplett aus. Ja, es tut mir leid, das ist... Eigentlich würde ich gerne mehr quatschen, aber das ist... Was ist geheim? Nee, geheim nicht, aber es nervt beim Gusche verziehen. Also es nervt beim Sprechen dieser. Es ist ja, wie gesagt, es ist ja kein Schmerz, es ist so eine Art, naja, Druck halt. Als würde dir permanent einer irgendwie, ne, auf die Stelle draufdrücken. Und das ist etwas nervig. Ich hoffe, wie gesagt. Ja, wir müssen jetzt trotzdem die Woche logischerweise aufnehmen, weil nur deswegen wollte ich jetzt nicht den kompletten Content ausfallen lassen, beziehungsweise ich kann mir das dementsprechend auch nicht leisten, wenn ich ehrlich bin, eine Woche ohne Content. Und ja, deswegen müssen wir das jetzt leider so mehr oder weniger so durchziehen. Aber ich denke, oder ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür, weil ich kann es eh nicht ändern. Es ist beschissen, leider. Aber vielleicht heute nochmal hier zum Thema, weil Dienstag ist und weil es auch noch... Ja, weil es noch relativ gerade hängt, weil ich aus Versehen das Licht angemacht habe. Danke. Weil es noch relativ früh am Tage des Videos ist. Ich habe mir mal was Neues ausgedacht. Ihr habt ja letzte Woche gesehen, dass ein bisschen weniger Content gekommen ist. Unter anderem Auto-Mechanik-Simulator haben wir wegfallen lassen. Der andere haben wir wegfallen lassen. Was haben wir noch wegfallen lassen? Nichts, oder? Ne, stimmt eigentlich nur die drei Sachen. Ja, also die zwei Sachen. Und ich habe von mir aus dann. Hab ich irgendwas weggefallen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich einfach mal die zwei Projekte haben wir momentan pausiert bei der Hand. Das kommt wieder in 2 bis 3 Wochen. Muss ich dann noch warten bis nächsten Monat, weil mir ist die Mitgliedschaft ausgelaufen. Die muss ich dann erst wieder verlängern. Da gibt es dann endlich diese Wuff-Wuffs, also diese Wowies. Und meine Fresse, wunderbar dran vorbeigefahren. Das sind die Medikamente, die wirken noch. Und hab mir aber jetzt mal was Neues angeschaut, beziehungsweise ist eigentlich so, ihr wisst ja selber, ich bin nicht allzu großer Fan von Handys. Ja, ich meine, ich habe zwar eins, damals aber auch mehr oder weniger notgezwungen gekauft, wegen Gamescom letztes Jahr. Vorher war ich halt ein Jahr ohne Handy, weil ich habe es auch nicht vermisst. Ich brauche es auch eigentlich nicht, davon mal abgesehen. Weil jetzt habe ich zwar hier so ein Huawei, schieß mich tot, was absolut, naja, auch irrelevant ist, weil ich benutze es kaum. Vielleicht mal WhatsApp, um mal Flicky Hallo zu schreiben. Hallo. Hallo. Oder halt, wenn mal Tino irgendwas Wichtiges hat, da ist schon WhatsApp wirklich sehr praktisch, ohne Frage. Ansonsten nutze ich. Wie sieht die Mitgliedschaft aus? WhatsApp? Bist du für, keine Ahnung, ein paar Finger in Jahr erweitern lassen? Ach, naja, ich benutze das ehrlich gesagt auch nicht so oft. Na? Für dich ist das gut, wegen diesen Spracherkennungsgedöns. Also hier wegen Sprachnachrichten. Ja, aber sowas mache ich sowieso nie. Also nicht so ganz der Fall. Nö, also ich mache auch normale SMS, also. Ja, das stirbt ja eigentlich immer mehr aus. SMS ist eigentlich schon out. Ja, aber was machst du denn, wenn du irgendwo bist, wo du keinen Internetempfang hast? Ja, natürlich, dann bringt ja aber SMS nicht, weil SMS läuft, es läuft ja heutzutage alles über so ein Netz, oder? Nee. Ne? Du kannst die SMS und telefonieren kannst du mit übers Web machen, ha. Kannst aber auch übers normale Handynetz machen. Achso, okay. Kannst du im Handy einstellen. Aber geht das Internet nicht auch übers normale Handynetz? Oder läuft heutzutage alle über dieses LTE oder was es da gibt? Nee, das läuft schon eigentlich auch. Größte Teil, aber manchmal ist das Internet so langsam, dass da gar nichts ankommt. Also. Und manchmal ist es aber auch so, da hast du vor Handyempfang, geht zwei Striche, aber null Internet. Nicht mal GPS oder Edge oder so. Ja, das ist natürlich klar, dann ist das auch scheiße gut. Wenn du gar keinen Empfang hast, bringt ja weder WhatsApp noch SMS was. Ja. Was brauchen wir jetzt eigentlich mehr? Gurken oder Paprika oder Tomaten? Was brauchen wir mehr? Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, wenn du von jedem noch eins dazu nimmst.
Nee, es geht jetzt ums Düngen, damit es mehr wächst. Ach so, na, düng Mist einfach alles. Ja, ist begrenzt. Mist, wir haben nicht unendlich viel. Ach so, stimmt, da kann man ja nicht diese normalen Dinger nehmen. Dann nehmen wir mehr. Ja, Gurken brauchen wir ja für die Semmeln, also würde ich sagen Gurken. Und was noch? Gurken und Tomaten oder waren es Gurken und Paprika? Gurken und Tomaten, oder? Ich wollte eh beim Bäcker vorbeigucken. Beim Bäcker vorbeigucken? Du? Ja, ja. Ich wollte also gerade mal gucken, ob jetzt die Mila alle war. Gerade nochmal so vom ECE-Geschäft. Oh, voilà. Das ist natürlich die Gülle wieder alle. Naja, für die Gülle. Ach, das ist immer ein anderer Mist. Ne, haben wir nichts mehr, da gucke ich mal kurz. Wie haben wir nichts mehr? Was? Wo haben wir nichts mehr, was wie? Was, ne, ich gucke mal jetzt den Bäcker, ich nehme mal auf jeden Fall Gurken mit. Kannst ja hinten und vorne so ein Ding dran klemmen, ne? Hm. Haben wir ja Gurken und ich glaube, die Tomaten stehen auch noch. Ja, ja. Eins von beiden Wurst auf jeden Fall. Ne, können alle beide, glaube ich. Gurken und Tomaten. Nur die Paprika, die war nicht. Ja. So, jetzt haben wir ja Mist, jetzt fehlt ja noch Gülle und. Okay. Dann stehe ich den Trailer mal zur Seite erstmal. Das ist eigentlich beim Mehl, oder? Schon, da hatten wir alles weggefahren, oder? Ja, ja, da war ich gerade. Da haben wir alles weg. Gut. Da ist nur noch ein bisschen Mischration drin, wenn dir das was bringt. Ja, für die Kühe müsste das. Ja, da haben wir nur noch 800. Uiuiui, dieser Weg, der wird kein kurzer sein. Mischration? Ja. 6%. Mischration? Ja. Ne, 0%. Hä? 7 Liter Mischration, 37 Liter Mischration. Ach, da wegen so viel. Ja. Hab ich gar nicht geguckt, ich hab bloß gesehen, dass bei Mischration was drin stand, sorry. Entschuldigung. Ist nicht direkt gelohnt. Ne? Tomaten und Gurken wird da gebraucht, ja. So. Da müsst ihr ja durch letztens auch noch ein paar Brötchen produziert haben, oder? Ja, ja, hat er auch. Kann man noch herbleiben. Kannst du das ja gleich mitnehmen? Also, ich weiß nicht, ob er schon was Belegtes hat. Warte mal gucken, wo ich das hier abhole. Das ist jetzt Universal-Dinger. Haben wir die Gitterbox noch voll? Hm, sieht schön aus. Ja? Hm. 1000 Brötchen. Die kann ich jetzt runter zum großen Markt schaffen, ne? Ja. Aber Bäcker hat halt leider nichts mehr, also hat weder Mehl noch Brötchen. Achso, na gut, hättest du die Brötchen jetzt dort gelassen, hätte er sie zu belegt? Nee, der hat sie ja schon zu belegten Brötchen gemacht. Ach, die ach, sind schon belegt. Ja, der macht Brötchen selber, macht er keine, der macht nur direkt belegte Brötchen. Nee, der macht auch Brötchen. Also Brot macht er auch. Okay. Wenn du jetzt keine Dings anlieferst,
keine Gurken und Ding und das andere, dann macht er nur Brot draus. Also, okay. So rum war's. Gut, aber wir sind auch erstmal wieder fertig, deswegen das letzte Wort hat er Glück. Ja. Das Däumchen nicht vergessen. Alleine schon dafür, dass es so, nicht mehr so viel Sonnen gibt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!